Was geht ab, Leute? Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Video und vor allem auch zum neuen Jahr 2024. Ich möchte mit euch weiter durch die Decke gehen. Vielen Dank für den Support im vergangenen Jahr. Aber jetzt gehen wir hier nach Silverstone in unsere F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Season 5 steht an und the home of British Motor Racing. 5,8 Kilometer, wir haben 18 Kurven und zwei DRS-Zonen, gerade Hangar Straight, die wird es uns heute nicht einfach machen, aber wir gehen natürlich wie immer vor jedem Rennen ins Qualifying und das sind wir nun. Let's go! Der Verkehr ist ein Wahnsinn, Leute. Probiere mich auch hier ein bisschen zu positionieren, doch das ist wirklich unfassbar, wie eng und knapp das hier mit der Konkurrenz zur Sache geht. Let's go! Wir sind mit unserer ersten Runde, beziehungsweise mit dem ersten, ja, mit dem ersten Versuch auf den zweiten Platz gelandet. Jetzt geht's mal hier runter. Da gab es mal einen Crash zwischen Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton und dann geht's auch schon runter. Und dieser Exit ist verdammt wichtig. Ein bisschen ins Gras gekommen. Der Exit war jetzt auch nicht so top, weswegen wir da direkt ein bisschen was an Zeit verlieren. Und ja, Purple dennoch. Es reicht für Lila. Wir waren hier 1,5 Zehntel schneller als der gute Yuki. Der vor uns, der wird uns das Leben nicht einfach machen. Jetzt geht's Richtung alter Boxengasse vorbei und dann in die sehr spektakuläre Cops Corner. Da gab es natürlich diesen Hardcore Crash zwischen Hamilton und Max Verstappen 2021 und jetzt Margots, Beckett und Chapel. Diese SS-Kombination, die es wirklich in sich hat. Der Exit hier verdammt wichtig und dann geht's auf die Hangar Straight. Das ist diese lange Geraden, wo der Exit halt der SS verdammt wichtig ist. Pepplöch im Mittelsektor, wir haben mittlerweile einen 4 Zehntel Vorsprung angefahren. Jetzt hier Stowe und dann geht schön in die letzte Schikane hier rein. Einmal links, einmal rechts und dann nochmal rechts. Und das war's. Eine Runde hier in Silverstone. Der Exit hier war nicht gut. Hat das gereicht? Gucken wir uns mal an, wo wir starten werden. Pro Position. Jetzt Startbestellung. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Ocon, Verstappen, Norris, Senna, Sainz, Gasly, Theo Pourchaire, Leclerc, Bottas, Stroll, Oscar Piastri, Liam Lawson, Drugovic, Sargent, Joe, Doohan, Albon, Magnussen und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun, Leute, auf der Power Position. Gelber Reifen, wir probieren eine andere Strategie, denn es probieren viele mit dem härteren Reifen zu starten. Unser Start war wie immer eigentlich hervorragend. Wir kamen sehr, sehr gut weg. Yuki hinter uns mit dem roten Reifen nicht annähernd an uns dran gekommen. Auch Russell jetzt hinter uns. Jetzt dann hier runter. Da wird es immer eng. Da gibt es Überholmanöver. Ja, mit den gelben Reifen, der ist nicht ganz auf Temperatur. Da müssen wir richtig aufpassen. Die ersten Runden werden unfassbar schwierig werden. Und jetzt hier raus. Aber wie schwierig, das werden wir auf jeden Fall später noch erleben. Jetzt hier die Wellington Straight hinunter und dann geht's mal ein bisschen durchschnaufen. Diese lange Rechtskurve, da kann man echt Zeit gut machen und die mache ich ja eher nicht gut. Nope, die war der Exit. Es ist halt jeder Exit verdammt schwierig, wenn du den unterlegeneren Reifen hast. Jetzt hier Cops Full Speed, keine Track Limits hier wagen. Ja, Yuki wird's hier noch nicht versuchen, das denke ich mir auch. Das steckt er noch einmal zurück. Jetzt hier Beckett und Chapel, da waren wir nicht ganz on point, ich komme da fast neben die Strecke und wir sind da jetzt schon unfassbar eng. Yuki will es hier versuchen, einmal Kreuz, ich war ein später Move, ich weiß aber, ja genau, hier hält er irgendwie rein, das macht für mich absolut keinen Sinn. Jetzt noch nicht, Yuki, du bekommst schon noch deine Zeit. Es ist, ich merke auf jeden Fall, das ist die die falsche Reifenmischung. Eindeutig ist das die falsche Reifenmischung. Ich muss mich in jeder Kurve zusammenreißen, dass ich dann nicht direkt wieder von Yuki geschnupft werde. Also das ist wirklich unfassbar.
wie ich hier heute kämpfen muss. Hier gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Und für den gelben Reifen muss ich sagen, bin ich echt verdammt gut weggekommen. Doch wir haben auch das beste Auto mit dem Red Bull zusammen. Guckt euch das mal an. Also der Start war 1A, aber auch wie wir da gleich wegziehen konnten, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Aber hier ist dann Yuki direkt wieder mit den besseren Reifen aus den Kurven gekommen. Wir haben mittlerweile 8 Zehntel Vorsprung. Das konnte ich mir aufbauen auf dieser Runde. Aber es ist halt genau diese Kurve, an der es hapert, wo es mir auch an der nötigen Pace fehlt. In den Ss verlieren wir so viel Zeit. Das liegt einerseits natürlich am Reifenunterschied, andererseits, weil ich Traktionskontrolle Mittel fahre und ich mich einfach nicht an die Limits traue. Und das ist wirklich das Problem. Hier auch Stowe natürlich wunderbar den Scheitel erwischt. Also natürlich Sarkasmus. Das ist absolut gar nicht wunderbar und schon gar nicht war das der Scheitel. Jetzt hier Start und Ziel, die vierte Runde. Yuki mit der schnellsten Rennrunde sagt, ich bin ab 26,3, der war 6 Zehntel schneller in der letzten Runde. Das, obwohl wir einen 8 Zehntel Vorsprung hatten. Jetzt sind die wieder auf 2 zurückgerutscht. Also Leute, das wird heute ein echt hartes Ding. Denn auch dahinter, Russell, Senna. Ja gut, Verstappen hat ein bisschen abreißen lassen. Aber das ist, ja klar, der hat auch die weißen Reifen. Und da geht's nebeneinander. Ja, ich muss hier auch irgendwann einlenken. Und ihr wisst, es ist einfach schwierig zu sagen, jo, ja, die gelben Reifen halten, eigentlich sollten die viel länger halten und irgendwann sollte doch mal dieser beschissene rote Reifen einbrechen, das kann es doch nicht sein. Jetzt ist Russell auf dem zweiten Platz, aber es ist Kufikascht, also der ist so und so, sind die mit den roten Reifen einfach so schnell. Ocon jetzt mittlerweile Fünfter, wurde von Verstappen überholt. Der muss auch ein bisschen weiter hinten sein, aber auch Senna mit vorne dabei. Ich mache da wirklich unfreiwillig so ein bisschen den Bremsklotz für meinen Teamkollegen. Ich will das gar nicht, ich will es echt nicht. Aber wir müssen jetzt hier mal sagen, ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig. Da geht der weit oder ist das eine andere Linie von George Russell? Okay, war anscheinend eher nur weit gegangen, aber im Windschatten, im Tow kommt er da dran. Jetzt wagt Russell seinen Versuch. Geht das klar? Oh mein Gott, Leute. Das war scheiße knapp. Der ist da unfassbar. Er hat aber zurückgesteckt in Turn 1. Aber, ja, das war mir klar, dass der jetzt früher oder später direkt mit dem Move kommt. Es ist ein Wahnsinn, wie wir hier heute kämpfen müssen. Es ist einfach an der Zeit zu sagen, dass die Strecke mir persönlich nicht liegt. Weil Senna hat ja keine Probleme anscheinend. Ich meine, es ist natürlich auch der Reifenunterschied. Wir konnten auch in der Qualifying-Runde einen guten Run liefern. Aber auf einer Runde heißt halt nicht, dass man auf der kompletten Renndistanz besser ist. Hier habe ich einmal abgedeckt. Und dann ziehen da gleich 2-3 Leute an dir dran und vorbei. Und ja, da hält er rein. Ich meine, sorry, Bro. Wie hätte ich da riechen sollen, dass der noch einmal reinzupft und dann irgendwie innen nochmal was probiert? So, hier war dann gegen George Russell in der vierten Runde, da gab es aber diesmal keine Probleme, da konnte ich in Stowe noch einmal außen an ihm vorbeigehen und dann in dieser Haarnadelkurve, ja, war ich sowieso der Glücklichere mit der Innenseite, dann hier raus aus der Kurve und das war dann auch die fünfte Runde, es ist wirklich hart, ja genau, hier gucken wir uns das Ganze noch einmal an, also ich bin hier viel zu spät und ja, da geht es auch ein bisschen, ich war noch auf der Linie drauf, aber das war wirklich schon sehr, sehr eng. Jetzt ist aber mal George Russell sowas wie von dran an uns. Auch Yuki, auch Senna, alle innerhalb von 4 Zehntel. Ich decke hier innen mal so ein bisschen ab, gehe jetzt so mittig und jetzt außen. Wird das reichen, dass wir außen hier an, wer ist denn das überhaupt, Russell, drankommen? Ja, es reicht, wir können da noch einmal gegenhalten. Aber nein, das war ganz, ganz schwach. Das war ganz schwach von mir. Das war wirklich nicht gut. Jetzt hier, neunte Runde und jetzt kommt endlich die erlösende Meldung. Wir dürfen in die Box gehen, wir dürfen uns einen roten Satzreifen holen. Und ich glaube auch, dass wir das keine viele Runden mehr durchziehen können. Ich habe mit diesen ganzen hunderte Male Kreuzen verteidigen, andere Linie fahren, das komplett unterschätzt. Die Reifen sind ja mehr als überstrapaziert worden. Weswegen wir natürlich jetzt auch mit den Temperaturen Probleme haben. Ja, da kannst du es versuchen, wie du willst, Yuki, da gibt es nur eine Linie. Auch hier versuche ich immer innen zu bleiben. Jetzt gehen wir in die Box rein, Leute. Es ist mir so egal,
ob wir da jetzt vielleicht ein, zwei Positionen verlieren. Es ist, glaube ich, die langsamste Box überhaupt und dann haben wir noch so eine XXL-Länge. Also die Box ist wirklich, aber dafür haben sie das schönste Boxengebäude in der kompletten Formel 1, so diesen Zickzack-Dach in Silverstone. Da ist ja auch vieles drin, Museum und so weiter, also das ist echt sehenswert. Ich war natürlich noch nie dort, aber ich habe da schon echt viele, viele Bilder gesehen. Jetzt geht's hier in die Box rein, wir holen uns den roten Satz ab, den, ja, sehr verdienten roten Satz, denn das ist wirklich unheimlich, wie schwach das war mit dem gelben. Also ich glaube, ich werde nie wieder eine, ja, gegen den Strom-Strategie versuchen, weil das ist wirklich unnötig. Wir fliegen auf den 5. Platz, kommen allerdings vor Verstappen und Ocon raus. Die waren eigentlich meine Furcht, denn die haben den Undercut ja probiert gegen uns. Er war ja auch nicht weit weg, Verstappen und Ocon, die waren, wie weit waren es denn? 5, 6, 7, 10 vor. Jetzt geht sie aus der letzten Kurve raus und da ist die Spitze in der Box. Wir sind mittlerweile Erster, schaffen es aber nicht, die schnellste Rennrunde irgendwie nur ansatzweise zu holen. Das ist ein Wahnsinn. Es ist so schwierig. Ich habe nämlich auf meiner ersten Runde ja diesen Fight mit Verstappen gehabt und dann kommst du einfach nicht mehr in die, ja, in das nötige Fenster, in die nötige Position, die schnellste Rennrunde zu fahren. Immerhin konnten wir uns jetzt mal 7/10 gut machen. Es sind immer noch 6 Runden. Es ist immer noch ein, ja, kampfwütiger Yuki, aber auch Verstappen, Senna und ich will nicht mal Ocon ausschließen. Dennoch, Ocon ist sehr, sehr gut unterwegs, probiert da die Strategie, die ich versucht habe, aber mit dem kleinen Haken, dass Ocon mit dem weißen Reifen gestartet ist und schon eine Runde früher drin war, ja, hier in Kopski gar nichts. Ich probiere natürlich so ein bisschen übers Limit zu pushen, denn ihr seht Purple im ersten Sektor, ich will die schnellste Rennrunde an mich reißen. Wird das reichen? Vermutlich nicht. Aber, ja, es ist auch wieder eine Verbesserung im Mittelsektor, denn Yuki ist wirklich verdammt schnell. Also, der in dem Mercedes, der ist ein Raketenpilot. Das ist ein Wahnsinn, was dieser kleine Japaner da abliefert. Wir sind in der 14. von 18 Runden. Yuki, eine Zehntel hinter uns, aber auch seiner auf den 3. Platz. Das gibt es sich schon einmal hier zur Kenntnis. Ich probiere auch so ein bisschen, wenn schon, denn schon, dass ich Senna an Yuki vorbei lotsen könnte, irgendwie mit einem länger auf der Bremse stehen, aka Verstappen gegen Leclerc mit Perez in Las Vegas, wenn ihr mir folgen könnt. Und ja, ob das was hilft, weiß ich nicht. Ob Senna dieses Mal das Geschenk annimmt, weiß ich auch nicht. Aber eins weiß ich, wenn ich das Rennen hier gewinne, oh, keine Ahnung, sauf ich mir, also wirklich, das ist ein Wahnsinn. Mann, wir sind so knapp dran, aber doch so weit entfernt, denn das könnte heute noch einmal für richtig, richtig Spannung sorgen. Yuki jetzt wieder hier in den Ss an uns vorbei, links einer, rechts einer, jetzt irgendwie noch lebend da durchkommen, wir kommen zwar an Yuki vorbei, aber das wird mit seiner ganz, ganz knapp. Ich habe wieder die Innenseite, ich hebe mir das ES auf, es geht in den Scheitel rein, ja, war nicht die feine Englische, aber ich konnte einfach nicht einlenken auf diesen Sausage Curb. Senna bleibt Zweiter und da bin ich auch froh drüber, aber es ist halt wirklich, das könnte jetzt tatsächlich noch einmal unfassbar spannend werden, denn Ayrton Senna ist jetzt ganz knapp hinter uns, das ist das erste Mal tatsächlich und da, ja, guckt euch das selbst an, ich war hier ein bisschen zu garsch, glaube ich, unterwegs, das ist dann der Exit von Yuki aus der Box, wir kommen da ganz, ganz nah vor ihm raus, also der hätte fast den Overcut geschafft und dann auch hier dieses Manöver, Yuki links, Senna rechts und ich da irgendwie in der Mitte, probiere da mitzuhalten, mit den roten Reifen komme ich, schaffe ich das gerade noch so, da irgendwie an meinem Teamkollegen dran, beziehungsweise mich irgendwie wieder vorbei zu quetschen. Es ist keine Glanzleistung heute, das ist eindeutig. Es ist heute ein Rennen, wo du froh bist, wenn du in der Ziellinie bist oder über die Ziellinie bist, denn das heutige Rennen ist wirklich eine Horrorvorstellung. Es ist sehr, sehr schwierig zu fahren. Wir sind in der 16. Runde, er hat probiert es hier zwar, aber ist zu weit weg gewesen. Nach den Ss hier in die letzte Kurve rein, lasse ich ihn natürlich den nötigen Platz nach dem blöden Move vorhin.
hier kann ich mich da ein bisschen besser verteidigen. Jetzt geht's in die vorletzte Runde, Leute. Reicht das, um vor Ayrton Senna ins Ziel zu kommen oder sogar vor Verstappen? Ich weiß es nicht, Leute. Es könnte noch einmal richtig spannend werden. Jetzt allerdings reißt eine kleine Lücke auf. Senna anscheinend von Verstappen angegriffen worden. Das sind jetzt gleich fast eine Sekunde. Hat das Senna da tatsächlich... Ja, ist draußen aus dem Sekundenfenster jetzt wieder drinnen. Und jetzt 7/10 Exit. Gelbe Flagge. Wir haben den Boden im der auf einmal diese ganze Zeit. Ja, guckt euch das mal an. Das waren 7/10 aus der letzten Kurve raus. Das war aber ganz, Gott sei Dank ganz kurz noch gelb. Und oh, Lando Norris ist draußen. Der fährt ja mittlerweile hier in unserer Karriere bei Alpine. Und es geht in die letzte Runde, Leute. Die werden auch diese als Führender mal einleiten. Ich hoffe natürlich, dass wir sie auch als Führender beenden. Dann, das würde dann auch bedeuten, dass wir unseren nächsten Saisonsieg holen. Gesagt, getan. Wir sind hier an der Hangar Straight. Das letzte Mal. 18. Runde. Und hier kommt Ayrton Senna angeschossen. Auch innen muss ich aufpassen, denn Max Verstappen ist da. Es geht in Stowe rein und Senna ist vorbei. Locker. Ich kann mich hier mit diesen Reifen einfach nicht mehr richtig wehren. Ayrton Senna nutzt die Gunst der Stunde und schnappt sich den nächsten Sieg. Von uns, der nimmt sie uns vom Silbertablett, obwohl wir sie schon im Mund drin hatten, hat er uns da den Sieg noch weggeschnappt. Was für eine, ja, geniale Leistung von Ayrton Senna. Das ist zwar der Doppelsieg, aber nicht so, wie ich mir ihn gewünscht hätte. Hier gucken wir uns die Siegerehrung an. Jetzt geht es hier noch einmal kurz aus der letzten Kurve raus. Und das ist das Rennen gewesen. Doppelpodium für Audi, doch in der umgekehrten Reihenfolge heute mal. Gigi Ayrton. Und ich bin ja sehr froh, denn es war ein tolles Rennen. Gucken wir uns jetzt mal die Siegerehrung an. Schon sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Also, mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Was für ein cooles Rennen. Senna vor mir. 7. Platz gestartet. Das war wirklich eine Mega-Leistung. Yuki mit einer 25.1. Wegen 56.000 haben wir da die schnellste Rennrunde nicht geholt. Das ist auch ganz bitter. Aber in der Konstrukteurswertung bleiben wir weiterhin auf Kurs Titelverteidigung. 84 Punkte sind wir mittlerweile vorne. Auch in der Weltmeisterschaft sind es knappe 60 Punkte. Also da ist wirklich absolut keine Not. Wir können sich auch mal den ein oder anderen Fehltritt erlauben. Und ja, natürlich ist immer noch das Wichtigste, den Konstrukteurstitel, diese wertvollen Millionen, die es da gibt, mitzunehmen. Ayrton jetzt auch mittlerweile auf dem 18. Level. Wir haben wieder mal natürlich die Pole geholt, aber diesmal nicht den Rennsieg. Und somit verlieren wir auch da wertvolles Sponsorengeld. Wir sind hier im Center und dürfen über die Vertragsverhandlungen abstimmen und natürlich mit der sensationellen Leistung in Silverstone muss sich Senna für die zweite Saisonhälfte auch verpflichten und so ist es nun auch. Für heute soll es das aber mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, ich weiß nicht, man kann leider gar nichts mehr machen. Ich kann zwar noch ein bisschen hier gucken, aber so viel Geld habe ich gar nicht mehr nach dem Senna-Kauf und ja... Dann ist es das, glaube ich, auch schon gewesen. Ja, das kaufen wir noch, ist auch eine Mega-Summe hier wieder. Und jetzt sind wir auch wieder sehr, sehr blank. Ja, es geht nach Ungarn dann im nächsten Video, das morgen oder übermorgen hier kommen wird. Seid doch da unbedingt gerne dabei. Wie gesagt, im Jahr 2024 soll wieder viel, viel mehr kommen, auch auf TikTok. Schaut gerne auf itz_tobi vorbei. Viel, viel Formel 1 Stuff. Aber auch gerne auf it_gaming auf Instagram. Vielen, vielen Dank für euren Support im vergangenen Jahr. Und ich hoffe natürlich, ihr macht es mir gleich in diesem Jahr. Abonniert gerne, lasst ein Däumchen oben da. Bis morgen.